Die ARD-Nachrichtensendungen aus Hamburg erhalten zum 1. Januar ein neues Gesicht. Tagesschau und Tagesthemen, das Nachtmagazin und der Wochenspiegel werden grafisch neu gestaltet. Das Konzept wurde heute in der Hansestadt vorgestellt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So beginnt die neue Tagesschau. Mit tönender Fanfare und modernem Design werden die Nachrichten von Dagmar Berghoff und ihren Kollegen präsentiert. Ab Januar 1997 bestimmt ein frisches und zugleich seriöses Blau das Bild im Ersten. Von der Tagesschau bis zu den Tagesthemen. Ohne Effekthascherei sollen die Veränderungen, die die ARD der Presse in Hamburg vorstellte, das Erscheinungsbild modernisieren. An der Verlässlichkeit der Berichte ändert sich nichts. Ganz klar im Vordergrund bei dem Design, in der Tat Informationsübermittlung, schnörkellos, seriös, aber moderner und etwas jünger in der Darstellung. Modern und sachlich, das gilt auch für die neue moderierte Tagesschau um 5 Uhr. Gabi Bauer und ihr Kollege Klaus-Erich Bötzkes präsentieren das Aktuellste von Politik bis Pop in Berichten und Schaltgesprächen. Die Tagesschau um 5, so wird sie heißen, ist in erster Linie eine politische Nachrichtensendung, so wie bisher auch, seriös, kompetent, allerdings mit einem etwas leichteren Ende als bislang. Mit dem prägnanten Profil will das Erste ein Markenzeichen für Nachrichten bleiben, verlässlich und zeitgemäß.